Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, unser Flughafen ist und bleibt busy und hat viel zu tun. Also die Leute stehen hier auch schon dauernd an und warten darauf, dass sie reinkommen. Wir haben gleich auch mittlerweile sogar schon die größeren Check-In-Schalter. Wenn ich hier mal gucke. Hier, wir haben die mittelgroßen rein theoretisch schon, die wir hier einbauen können. Aber ich glaube, bei den Kleinen ist es ja aktuell noch gar nicht so schlimm, dass sie mehr haben. So, wir könnten rein theoretisch nochmal ein Geschäft machen. Aber was ich euch letztes Mal so ein bisschen vorenthalten habe, ist, dass wir unsere Verträge verhandeln können. Also jetzt schon, die grün sind, die habe ich schon mal verhandelt. Aber wir können hier zum Beispiel bei Ihnen hier sagen, okay, Share, wir kriegen für einen kleinen Flug mit der DC-3 2500 pro Flug und bei den mittelgroßen Flugzeugen 6000. Sagen wir, hey, so weißt du was, ich will verhandeln mit dir. Und zwar hätte ich gerne, was sagen wir denn? Gehen wir auf die 3-2, dann würde ich hier so ein paar Punkte von uns einsetzen, die wir mit der Zeit wohl kriegen. Gehen wir ein bisschen runter beim Angemessen, sagen wir hier so, und dann gehen wir an Senden. Ah, scheiße, sie haben es abgelehnt. Okay. Jetzt dürfen wir hier nicht mehr verhandeln fürs Erste. Dann gehen wir hier hin und sagen hier nochmal verhandeln mit denen. Dann würde ich hier mal so auf Angemessen gehen. 3000 fände ich super. Und tue das Angebot versenden. Akzeptiert. Und jetzt seht ihr gleich, fupp, Preise haben sich aktualisiert. Wir haben hier mehr bekommen. Mega geil. Bedeutet, wir kriegen jetzt mehr für die Flugzeuge. Hier ist genau dasselbe, wir können hier verhandeln für die Bauarbeiter und alles. Und sagen, hey, ich will den Stundenlohn runtersetzen von denen. 78% Angebot senden. Ah, wir zahlen jetzt 1 Dollar weniger pro Arbeitsstunde für die Bauarbeiter. Was natürlich bei 10 Leuten 10 Dollar ausmacht. Oder 13 Dollar in dem Fall. Was natürlich ordentlich ist am Ende, ne? Bedeutet, wir haben uns schon wieder Geld gespart und verdienen mehr Geld pro Flugzeug, allein über 500 mehr. Mit dem anderen Vertrag, den ich gemacht habe, nochmal mehr 500 Euro mehr, bedeutet, wir haben 1000 Euro mehr rausverhandelt insgesamt bei unseren Verträgen. Das ist mega gut. So, unser Flughafen bleibt und ist busy. Wir haben leider immer noch keinen Platz für die große Landebahn oder die mittelgroße, wie es ja ist. Ist ja gar nicht die große. Wenn wir uns das hier anschauen, wo sind die? Nee, das war ich die mittelgroß. Die ist ja riesig. Also die ist ja echt groß. Die bräuchten wir dann halt im Grunde hier und dann am besten doppelt und dann könnten wir hier so richtige Terminals hinbauen. Wie gesagt, ich will hier eigentlich das neue Terminal hinsetzen in XXL. Also nochmal ganz anders auffahren. Was ich jetzt noch so gerne machen würde, wäre weitere Plätze zu bauen. Dass wir hier schauen, dass wir hier noch einen Personalbereich irgendwo reinbauen. Damit die nicht immer nach da unten gehen müssen. Der ist zwar super toll und sie haben hier auch einen schönen Platz, aber ich will einen größeren Entspannungsraum hier bieten. So einen Personalraum hier und das ist natürlich auch ein Personalraum. Die brauchen einfach mehr Platz. Und da habe ich mir gedacht, ne, ich habe mir mal was gedacht, wir nutzen den nicht verwendeten Bereich hier und machen hier einen Perso-Raum rein. Vielleicht machen wir den auch größer ein bisschen, machen wir ihn wirklich groß. Da dürfen sie jetzt dann rumbasteln, wie sie wollen. Ich muss die ganze Wände in der Mitte rausreißen. Ups. Ja, nee. Aber, oh, schau mal. Die Sitzplätze sind hier schon alle voll. Ich würde jetzt dann auch mal, wir haben ja hier mittlerweile diese Self-Check-In-Geräte. Schauen, dass wir vielleicht von ein paar denen auch dazu nehmen. Dass wir hier sagen, hey, ihr kriegt jetzt hier noch ein paar Self-Check-Ins hinzu. Dann machen wir jetzt hier 3 Gepäckautomaten und Self-Check-Ins noch ein paar hin.
Dann kommt jetzt hier eine Wand hin. Beziehungsweise wird natürlich hier dann auch dementsprechend noch das Ganze fürs System benötigt. Bedeutet, die hier müssen das Ganze jetzt nach unten schicken. Unten angekommen muss das alles wieder aufs Gepäckband. Zack. Dann können die nämlich ein Self-Check-In machen und haben damit in Zukunft vielleicht sogar ein bisschen mehr Spaß. Wahrscheinlich die ersten Räume sind schon fertig. Jetzt haben die sich natürlich hier so ein bisschen, eingesperrt sozusagen. Also die ersten Wände fange ich schon mal an rauszureißen, die wir nicht echt brauchen. Also von den Teilen, wo noch nichts fertig ist, will ich noch kurz warten. Von den Räumen. Dass die erstmal fertig machen. Hier zum Beispiel, die bauen jetzt erstmal fertig. Also wie gesagt, wir haben jetzt aktuell nur 10 Mitarbeiter, Bauarbeiter, die kosten oder brauchen natürlich dementsprechend auch eine Zeit, bis sie alles herrichten. Aber also ich halt immer sehe, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ist halt irgendwie bescheuert. Deswegen will ich überlegen, ob ich einen Perso-Raum hier teile und einen innen, einen außen anführe, damit die dann dementsprechend halt ihre Sachen machen können. So, jetzt sind die Räume fertig. Bedeutet, ich reiße jetzt hier in die Wände raus. So. Dich natürlich auch. Na, die sind auch gleich mal dann ready. So, wie schaut es unten aus? Ja, da muss noch ein bisschen was gemacht werden. So, schaut aber gut aus. Dann fahren wir die hier hoch. Die haben sich auch selbstständig jetzt hochgefahren, okay. Bin ich mal gespannt, ob irgendjemand die nutzt. Oder ob die alle nur ihren normalen Check-In-Schalter verwenden. Warum stehen die beiden da so blöd rum? What the fuck? Okay. Die normalen Schalter nehmen sie gar nicht her, wie es scheint. Das ist ja Wahnsinn, sage ich nur. Wahnsinn ist das. Wir bauen hier noch mehr Sitzplätze, weil die sind ja fast immer bummvoll. Würde ich hier dementsprechend... nee, das ist mir zu eng. Lass mal große Sitzplätze bauen, aber immer mit einem schönen Zweierabstand. Habe ich gerade das... Hoch, okay. Na, jetzt sitzen sie auch schon hier. Jetzt haben die nicht überall schon Platz. Was ist denn das? Irgendwas liegt da und sobald ich weggehe, ist es weg. Puff, einfach. Verstehe nicht ganz, was da sein soll. Also ganz ehrlich. Ah ja, die brauchen hier wahrscheinlich noch ihre Tür. Ich kann dem Personal, den Bereich hier mal löschen. So war das, ne? Abrisswerkzeug, so, okay. Dann kriegen die hier noch eine Tür rein. So, Türen und hier. Scannen jetzt, ob da Mitarbeiter reingeht oder nicht. Personalraum.
der nur per Mitarbeiter Zugang haben. Ist ja das hier sozusagen. Ist alles nur Personal. Zack. Und das wird ein riesiger Personalraum sogar. Was ja noch brutaler ist. Müssen wir vielleicht mal schauen, vielleicht reißen wir auch hier die Hälfte ab oder sowas, keine Ahnung. Aber fürs Erste wird das ein Personalraum. Ein großer. Wie gesagt, wir brauchen hier Platz für unser Personal und wenn die hier unten downtalken, ist das schon irgendwie blöd. Ich hätte trotzdem gerne hier eine Wand eingesetzt. So. Und dann sollen die hier vorne erstmal ein paar schöne Sitzplätze kriegen und alles. Ich will hier so ein paar größere Couches platzieren sozusagen. Also richtig gemütliches Sitzen quasi. So, wir wollen die Rundungen. Ich muss jetzt noch kurz mal das da. Hätte ich gerne ein bisschen was anderes, doch noch. Und zwar dieses Endstück, was wir haben, das dann nach außen gewölbt ist. Dann können die da so reingehen, dann kriegen die hier in der Mitte einen schönen Tisch rein. Dann kommt hier unten noch eine Wand rein. Alter, schau dir mal diesen chilligen Bereich an für die Mitarbeiter. Der ist doch mega geil. Da kommt dann noch eine Tür hinein. Tür mittelgroß. Hat das jetzt schon als Personalraum versehen? Personalraum. So, da sitzen noch nicht schon die ersten Mitarbeiter und es gibt schon die ersten Probleme. Sie kommen... Hä? Also teilweise verstehe ich es nicht. Wo läuft der jetzt hin? Er geht hier aufs Personalklo. Mhm. Und jetzt geht er in den Bereich an. Und warum hat er jetzt das Problem hier oben? Hier unten noch so eine schöne lange Couch hin, denke ich mal. Oh, ah, das war jetzt schon aus Versehen, das war schon die ganze Zeit nur noch. Also das wird jetzt noch echt eine lange Couch. Und eine brutale Couch, eher. Alter, ist die brutal. Oh, jetzt hänge ich. Oh, jetzt habe ich es aufgehängt. Huch, nee, doch nicht. Ey, gib mir... Hier die nochmal eine schöne große Couch, bitte. Zwischendurch wieder so ein paar. Kleine Sachen geben einfach.
So. Dann war der Chilling-Bereich für die Mitarbeiter. Da hinten muss ich noch überlegen, ob ich da jetzt solche Arbeitsflächen wie hier unten noch reinmache in Massen. Ob ich das ein bisschen anders mache. Ob ich eine Toilette hier wieder für die Mitarbeiter reinsetze. Ich kann ja rein theoretisch einfach das hier kopieren, ne? Und dann da oben reinsetzen. Das ginge ja, oder? Geht das nicht? Bohrwerkzeuge. Kopiermodus. So, schauen wir, was so passiert. Wird das nicht die Toilettenanlage? Aber ich denke, das wäre gar nicht doof, wenn wir so machen. Hm? Geld ist auch gut da, bedeutet, beim nächsten Mal können wir hoffentlich das Gebiet dann kaufen. Beziehungsweise wir könnten es jetzt schon kaufen mit der Idee, wie wir es machen können. Aber ich will das noch eigentlich nicht machen, weil ich habe überlegt, ob wir für den Bau nicht einen Kredit aufnehmen. Wir haben hier einen ganz, ganz großen Kredit dabei. 1,6 jetzt gerade nur. Okay, letztes Mal war es 1,7 irgendwas. Ah, jetzt haben wir wieder ein 1,7er hier. Mit dem können wir natürlich ordentlich was machen. Ah, der hat stündliche Kosten allein von 5.000. Das ist halt brutal. Also lieber würde ich schauen, dass wir uns das selber finanzieren, das Gebiet hier. Dann langsam ausbauen, anstatt dass wir in Geldnot wie sonst noch was kommen. Vor allem, bis wir die neuen Terminals eröffnen und alles ist. Das ist ja auch wieder ewig hin. Dann können wir nicht dann hier ein Enteisungsgebiet vielleicht hinmachen. Hier drüben habe ich gedacht, dass wir dann ein Gebiet für Privatflugzeuge hin noch machen. Dass wir sagen, das ist hier drüben jetzt alles noch so, dass hier dann dementsprechend und hier alles mögliche hinkommt, was halt mit Passagieren ist. Und hier unten so ein kleiner Privatplatz oder sowas an Flugzeugen. Gut, jetzt sitzen die Leute dann hier, wenn sie ihre auf ihre auf ihr Gepäck warten. Pakete, genau. Ich würde denen gerne aber auch noch was Größeres hier unten bieten. Deswegen gibt es jetzt hier von mir nochmal 6 Sitzplätze jeweils. Man so hocken kann. Das glaube ich ist relativ angenehm. So, und jetzt kann ich doch bestimmt, hoffentlich. Ich würde Kopiermodus gerne machen und alles da drin auch übernehmen. Oder muss ich das davor erstmal als Clou definieren, sozusagen? Let's try it out. Zonenmodus. Toilette. Toilette und Toilette. Habe ich die da unten auch so definiert? Ne, die Türen nicht, habe ich nicht definiert. Ja, ich muss die Toiletten neu definieren. Eine Toilette, zweite Toilette. Und jetzt kann ich doch bestimmt das einfach kopieren. Das wäre doch mega geil. Einfach so sagen, schau her. Ja, schau her. Jetzt nimmt das. Und dann kriegt das ganze Ding auch noch den passenden Boden dazu. Der Boden, der war wieder hier. Das war der schwarze nämlich. So, und das war, glaube ich, die Herrentoilette. Toilette, das war die Frauentoilette. Angestellte. Was ist jetzt hier los? Flugzeug nicht tauglich. Gut, was passiert jetzt? Flugzeug nicht Ramp Engine haben bei der Abfertigung der Vintage Imperial.
Technisches Defekt entdeckt. Ja, was passiert jetzt mit dem Flugzeug? Also es scheint ja die hier zu sein. Was ist das? MP538. MP538. Status rollt, steht da. Es rollt, okay, wo rollt's hin? Ui, das dampft. Ui, du. Läuft 35%. 5 Stunden, bis es repariert wird. Erste Stufe ist erledigt. Sagen Sie, dann lassen wir hier mal vorspulen, wie irre. Ja, dich haben wir noch nicht aktiviert, weil du noch gar nichts bringst. So, jetzt können die hier rein theoretisch auch jederzeit auf ihr Privatklo gehen hier hinten. Vielleicht können wir da vorne den Terminal dann irgendwann mal umbauen und hier Parkplätze noch hinsetzen. Weil Parkplätze sind halt wirklich in Massen gefragt, wie es ausschaut. Und aktuell ist es hier unten ja nicht wirklich genutzt oder benötigt. Deswegen die Überlegung, dass man jetzt hier sagt, okay, wir machen hier noch ein paar Arbeitsplätze hin. Muss innerhalb eines Personalraumes passieren. Das hier ist ein Personalraum. Die zweite. Dass wir dann hier sagen, okay, schauen. So. Oh, jetzt ist mir das hier schief gelaufen. No. Also zum Glück schnell gelöst, ne? So und so. Dasselbe nochmal hier. So. Da vielleicht ein bisschen mehr Abstand gelassen als in Teilen. Rein theoretisch hier unten auch. Oder haben wir hier auch genug Plätze, glaube ich, im Gegensatz zu da unten. Mehr Sitzplätze auch, viel mehr Couchplätze und. Natürlich wollt ihr auch wieder hier oben was zu essen haben. Ihr kriegt von mir hier auch einen Automaten hingestellt. Einmal hier. Einmal hier unten. Dann könnt ihr nicht hier auch chillen einfach. Was ist das jetzt machen? Ich habe jetzt gerade voll die geile Idee noch. Auch wenn es wieder über die Zeit drüber geht, mir scheißegal. Ich habe gerade nicht die grandioseste Idee ever. So. Dann ist das eine fette Couch. Das ist mega cool. Schau dir das an. Mega geiles Ding. Alter, so viel Sitzfläche. Das ist brutal. Und vor allem ist es eine riesen Couchschlange, die hier lang geht. Dann lösen wir das hier unten auf. Dann tun wir mal die Raumverteilung hier noch aufgeben. Ja, das geht weg. Der geht auch weg. Der geht genauso weg. Und alles, was hier ist, wird abgerissen. Bitte alles abreißen. Dann ist nicht der Bereich auch weg. Jetzt laufen sie noch hin, so. Aber mein guter alter Personalbereich. Der war so schön. Ja, der da oben ist schöner. Schaut euch dieses Luxusgebiet an. Was wollt ihr mehr?
Und ihr seid direkt im Flughafen drin, oder ihr geht hier raus und könnt dann nachher wieder zum Arbeiten kommen. Easy peasy. Also ich weiß gar nicht, was sie haben. Besser geht's eigentlich gar nicht. Vor Ort auch noch, ne? Besser geht es echt nicht. Und wir kommen immer näher den Zahlen, die wir brauchen. Das ist super. Das heißt, jetzt hier. Ach, haben wir das Flugzeug abgefertigt, oder was? Medien akzeptieren. Flug annullieren fürs Erste. Habe ich denn Feuerzeuge? Ich habe gleich keine Feuerwehrfahrzeuge. Warte mal. Ich habe Selbstfahrzeuge, die reinigen. Ich habe noch kein. Oh. Wäre vielleicht schlau, wenn wir welche anschaffen würden, ne? Ein Feuerwehrfahrzeug, ein Dingfahrzeug und eins von denen. In den nächsten 30 Minuten. Das schauen wir uns noch schnell an. Notfallflugzeug kommt. Notfall. Wo ist mein... Wo ist denn das Zeug? Na, jetzt kommt es schon. Flugzeug, nicht Flugzeug. Jetzt haben wir natürlich das Zeug endlich. Also, ab jetzt können Notfälle kommen. Ich habe total vergessen, dass ich nichts davon habe. Geht hier ein Rolltor zu? Wie schaut aus? Nicht. Aber jetzt haben wir das Zeug auf jeden Fall da. Jetzt wird das wahrscheinlich in die Reparatur gebracht. Und dann ist alles gut. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn hoffentlich alles wieder im geregelten Bahn läuft. Also, bis dann. Ciao.